Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen. Er geht innen rein in die Heimadelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen vor. Oh, ey, komm, aber was das denn? Was zum Teufel? Eine Ewigkeit später. So. Fick dich! Hier, Mittelfinger, Kasper! Oh, hoppala! Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge vom Breaking Point. Nicht im Spiel, sondern der Story, die hier bei F1 2021 verankert ist. Mit von EA Sports wahrscheinlich noch ein bisschen gepusht. Ich habe vieles Gutes davon gehört. Und bis jetzt ist es alles wirklich sehr, sehr schick gemacht. Ich muss sagen, hier und da ist es aber ein bisschen sehr theatralisch gemacht. Als kleines Beispiel, wir sind im ersten Rennen. Wir sind nämlich der Aiden Jackson hier, der Newcomer bei noch Racing Point, später dann bei Aston Martin. Saisonübergreifenden, aber auch Aston Martin. Wir sind mit unseren Teamkollegen kollidiert, woran wir gar keine Schuld besessen, denn Devin Butler, sieht man ganz gut wieder, ist wieder da. Okay, alles klar. Der ist nicht mal in den Punkt gelandet, hat uns eigentlich quasi gegen unseren Teamkollegen da aufgehetzt, weil er denn als drittes Fahrzeug neben uns da keinen Platz gelassen hat. Und wir waren der Schuldige gewesen, alle waren gegen uns gewesen, alle haben unsere Leistung total als miserabel abgestempelt. Dabei sind wir, glaube ich, Sechster oder Fünfter geworden. Also, alles klar. So. Also, Teamgerangel, kein guter Start für das F1-Team. Oh, Brian, unser Manager. Wir müssen reden. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Hör zu, wegen vorhin. Ich hatte alles unter Kontrolle und dann... Lass uns nicht jetzt darüber diskutieren. Das kann bis zur Besprechung warten. Ja, okay. Ich meinte eigentlich eine kleine Begegnung mit Kasper und Butler im Fahrerlager. Oh, wow. Hat sich schnell rumgesprochen. Die Fahrer reden viel, Aiden. Und ich hab Ohren wie ein Luchs. Also, Butler ist ein Clown. Sein Ego ist größer als... Naja, mir fällt nichts ein. Ignoriere ihn einfach. Danke, Brian. Kasper ist was anderes. Er ist zwar manchmal ein bisschen reizbar, vor allem nach einem Rennen, aber ihr müsst zusammenarbeiten. Dieses Manöver heute... War nicht meine Schuld, Brian. Hat uns Punkte gekostet. Ich will ehrlich sein, viele im Team sind enttäuscht von dir, Aiden. Was soll denn das jetzt? Aiden, werde ich. Wir sehen uns bei der Besprechung. Ich bin quasi Aidens Puls und Blutdruck und Stein, also sein Magen im Ein. Bis er irgendwann Metastasen bekommt. Metastasen war, glaube ich, ein Krebsgeschwür gewesen. Okay. Davon reden wir jetzt nicht. Wie heißt denn das? Egal. Ihr wisst schon Bescheid. Selbst Brian hält uns hier wirklich für den Schuldigen. Das ist ja wirklich gemein. So, was haben wir hier in E-Mails? Ottmar, Aiden, schön, dass du dich bei unserem Debütrennen in der F1 ein paar Punkte geholt hast. Das ist schon eine Leistung. Gratuliere. Ich werde das alles bei der Besprechung behandeln, aber wir müssen uns natürlich auch über den Zwischenfall mit Kasper bei Kurve 11 unterhalten. Ich verstehe ja, dass dein erstes Rennen war und dass wir alle mal Nerven zeigen können, aber vergiss nicht, dass wir ein Team sind. Wer ist das hier? Hey, Aiden! Die Styling- und Make-up-Leute werden Punkt 9 bei dir im Hotel ankommen. Was ist denn hier los? Ist ja hier wirklich tralalala angesagt. Wir gehen mal weiter ins nächste Kapitel. Grand Prix von China, ein Moment später. Grand Prix von China, ein Monat später. Kapitel 2. In der rasanten Welt des Motorsports sind nun alle Augen auf den Grand Prix von China gerichtet. Es ist das vierte Rennen der Saison von 2020 und Aiden Jackson und Racing Point wollen schnell eine gute Form finden. Fünfter Platz! Wir sind beim großen Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Aiden Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wirkt diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen, er geht innen rein in die Heimadelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen vor. Oh, ey, komm, aber was war das denn? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Ey, das war aber jetzt wirklich, das war auf der letzten Rille. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen. Die Konzentration. Erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark. Gibt's doch nicht. Zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Aiden, wir machen ihn fertig.
So, nichts leichter als das. Okay zu sein, Aiden. Versuch ein paar Plätze zurückzuerobern. Schnauze, Jeff! Let me alone! Was holst du wieder auf, Aiden? Fick dich! Lass mich in Ruhe! Ich mach den Kessler fertig! So, weg! Oh, wie langsam fährst du denn? Ey, wir müssen ruhig bleiben. Okay, richtig ruhig bleiben. So. Okay, gut. Wir bleiben wirklich mal ein bisschen ruhig. Wir sind hier in der Formel 1. Da fahren die besten Fahrer der Welt. So. Ah, alles, was geht. Jeff. Das ist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, Jeff, das ist mir jetzt auch egal. Jeff, wie weit ist es doch bis Casper? Wie ist der Stand seiner Reifen, seiner Batterie? Gib mir alle Informationen, ich mach den Kerl fertig. Ich schicke ihn in Rente. Dieser Scheiß-Move, der geht so nicht. Jeff, Casper ist... Das war scheiße. Ich war 3 Wagenlängen vor ihm und bin schon in die Kurve eingeschätzt, hat er mich voll abgedrängt. Kriegt ihr Hals und Puls. So, weg. So, ey, wir müssen ruhig bleiben. So, Ackermann nur noch 5 Sekunden vor uns. Aiden, wir müssen wirklich ruhig bleiben. Nein, wir können nicht ruhig bleiben. Oh Gottes Willen, Aiden, was soll das denn mit dir? Ja, der hat mich ausgeschmissen. 10 Monate später, Aiden in der Anstalt, weil er schizophren ist. Was geht da vorne ab? Ist doch Science, oder? Hä, mit wem kämpft er denn dort? Vorhin müsste ja eigentlich Casper Ackermann sein. Oh, was machen die beiden hier? Hä, bin ich total bescheuert? Hier ist sein. Warum kämpft denn der Williams wie ein Bescheuerter? Jetzt mal. So. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch. Guck mal, wir setzen wenigstens zurück, Aiden. Weißt du, wir sind wenigstens in Ordnung. Kasper wäre voll in die Lücke reingeschert. So, wieder von innen. Nein, geht nicht. Wie viele Runden haben wir noch? Jeff! 4 Runden, okay. Ah, sehr gut. So, Kasper! 3 Sekunden nur noch und Erben 4 Sekunden. Oh, die schnappen wir gleichzeitig auf. Vor uns ein Haas. Da sind einer der Doofdüdels, ist da Dringer, Grosjean oder Magnussen. So. Müsst ihr noch DRS hier bekommen? Hey, ich krieg ein DRS, hallo? So, Jeff, absolute Ruhe ab sofort. Ich kann hier nicht mal was machen. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Okay. Ich greife ihn jetzt gleich an, ja? So, Casper. Du Schmalhans. Alter Sack hier. Irgendwo kann ich hier angreifen. So. Hahaha, fick dich! Hier, Mittelfinger, Casper! Oh, hoppala! What?
Na, Mäuschen! Goodbye! Super überholt. Jeff, ich hab, glaube ich, technische Probleme. So, Butler! Der kriegt jetzt auch noch seine Revanche. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Jo, Schwert kriegen wir auch noch. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. So, Butler! Mach dich bereit! Mal gucken, wie ich dich überhole. Dich mach ich richtig fertig, dass du weinend zu Mami rennst und sagst, hab mich so überholt! Es geht doch nicht so, Mami! Warum macht ihr das? So, kurz mal hier zeigen. Ja, der soll Angst bekommen. Der soll Angst bekommen, die kleine Mickey Maus hier. So, Quert haben wir da. Ey, ob wir noch Fette kriegen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht Ende, Start und Ziel. Ja. Oh, ey, mit der schnellsten Runde. 6 Sekunden. Wo ist er denn? Oh, der ist da. Oh, wie kam er nach innen? Oh, yes. Ah, komm, den Vettel kriegen wir auch noch. Ah, Gassi hört, glaube ich, auf. Obwohl, kann sein, dass wir 5 Sekunden von Gasly entfernt sind und Vettel 3 Sekunden, also dass Gasly gar nicht so weit vom Vettel ist. Ja, da vorne ist Gasly. Ah, Gasly wird schwer, ey. Müssten wir schon locker unter 3 Sekunden an Gasly rankommen. Oh, obwohl. Hier ist unsere große Stärke, nämlich. Oh ja. Oh, mal gucken. Meint ihr, wir kriegen Gasly in der letzten Runde noch? Schreibt's in die Kommentare. So, jetzt oder alles oder nichts so rum. Jetzt nichts oder alles. Was wollte ich denn da gerade sagen? Sag ich mal hier rum. Oh, schön die Scheidepunkte erwischt. Wir sind am Vettel dran, ne? Oh, Gasse könnten wir auch noch kriegen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Jeff, ich guck nie nach hinten. Ein, oh. Ja, 1000 Talent guckt nie nach hinten. Das war natürlich jetzt eine doofe Kurve gewesen, ey. Ja! Alles oder nix. Ah, wir haben kein DRS. Komm, zieh.
Ja! Ja! Ja, 100 Talent! Yes! Der 100 Talent! Okay, ey, jetzt haben wir es allen gezeigt. Bisschen Euphorie. Dankeschön, Team. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Kein braucht keine Rosen. Publicity, now, now. Nach einem ereignisreichen Grand Prix von China gibt es immer mehr Spannung bei Racing Point. Denn während eines aggressiven Überholmanövers des Veterans gibt es einen weiteren Kontakt zwischen Jackson und Ackermann. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar, komm schon, Mann, du... Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Mom, du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich. Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wie ein Gewinner. Ihr 100 Talent. Ich hab Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! Ich habe Platz irgendwie gewonnen. Vierter, fünfter, irgendwie so. Also irgendwie hasst uns hier wirklich jeder. Ja gut, das ist natürlich von der Story ja manchmal ein bisschen doof gescriptet, denn wenn du halt wirklich jetzt zum Beispiel Erster werden würdest, wäre halt auch vollkommen egal, du würdest die gleiche Story an sich spielen, beziehungsweise die gleichen Zwischensequenzen haben und das wäre ein bisschen doof. Aber naja gut, lassen wir uns darüber einfach mal nicht ärgern und legen dann beim nächsten Kapitel wieder los und werden diesmal vielleicht sogar auf dem Podium landen. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.